Ja, wie fing es an? Und woran hat es gelegen? Das fragt man sich immer. Ich meine damit nicht meine Corona-bedingte Gewichtszunahme, sondern das Ende dieser Andacht in ein paar Minuten. Wie fing es an? Wir als Familie im Homeoffice wollten chinesisch kochen. Und wir begannen zu schnippeln. Frühlingszwiebeln, Zucchini, Zuckerschoten, Bohnen, Blumenkohl, Paprika. Und versenkten uns in Soja- und Fischsoße und in Reiswein und Samba Ölek. Und kochten Reis im Reiskocher. Und dann wollte ich diesen Reisessig aufmachen. Und bekam ihn wirklich nicht auf. Er war oben mit Plaste abgedeckt und ich geriet in Rage, wurde garstig und fragte mich, wie kann man sowas verpacken? Warum muss hier oben nochmal Plaste drin drum sein? Das ist doch alles sehr, sehr seltsam. Und ich wurde langsam wütend und ihr seht, die Flasche ist immer noch zu. Und dann fiel mir so viel ein, was mich wütend macht. Die seltsame Werbung, wo eine Frau am Kochtopf steht und Spaghetti kocht und gleichzeitig mit ihrem Handy einen Kreditvertrag abschließt und ein Herr mit grüner Jacke erklärt, man spart 35% und ich kriege nicht so einen Reisessig für 3,50 auf. Und eine ehemalige uckermärkische Ärztin fiel mir ein, die jetzt in der Schweiz praktiziert und allen möglichen Mist über Corona und die Impfung verbreitet. Und ganz, ganz viele meiner Bekannte liken das alles. Ganz schnell geriet ich in Rage und auf die dunkle Seite der Macht und spürte sowas wie den Deibel in mir. Aber dann war das Essen fertig und im Tanz der Aromen mit der Familie am Tisch, da verflogen die schlechten Gedanken und ich kam wieder so ein bisschen zu mir. Und dann am PC, eine halbe Stunde später, da ging der Herr über mir auf und ich las einen Jesaja-Vers. Am Montag könnt ihr hier mehr darüber erfahren. Und als ich diesen Vers las, da gingen zwei junge Menschen an einem Fenster vorbei spazieren mit einem Plastebecher Kaffee in der Hand. Und ich dachte, mein Gott, hier in Friedrichswalde, zwei Menschen mit einem Plastebecher. Können die ihren Muckefuck nicht zu Hause trinken? Aber wie gesagt, der Herr war über mir aufgegangen und ich legte fest, was ich an diesem Wochenende machen wollte. Und ich habe es aufgeschrieben, dass ich es immer wieder vor mir habe und auch abhaken kann. Also an diesem Wochenende, da möchte ich unbedingt spazieren gehen, vielleicht 2-3 Mal. Wir haben den Krummen See in Friedrichswalde, 4,5 Kilometer, kann man schön darum spazieren. Ich möchte ein paar Freunde anrufen und gucken, wie wir den Motorradgottesdienst in diesem Jahr organisieren können. Dann will ich mir unbedingt ein paar Musikvideos ansehen auf YouTube und vielleicht auch die eine oder andere Andacht, um zu gucken, wie machen es die anderen. Und natürlich will ich was Gutes kochen. Und dann unbedingt meine Facebook-Freundesliste reinigen und all die rausschmeißen, die mir überhaupt nicht gut tun. Mit der Familie Rommi spielen und 2-3 Gin Tonic trinken, vor allem mich nicht mehr ärgern. Einfach fröhlich nach vorne blicken und das Wochenende genießen, habe ich aufgeschrieben. In diesem Sinne, hoch die Hände, Wochenende.